Anmerkung: Ich werde keine dieser Geschichten ändern, sondern so sprechen, wie es geschrieben wurde. In dieser Geschichte hören wir von einem Spiel, das ich noch immer nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise weiß ich nicht, ob man jetzt stirbt. Ist dieser Fluch wahr? Ich habe mit 16 Jahren öfters Nice Horrorspiele in Roblox gespielt mit meinen Freunden oder alleine. Ich selber hatte immer sehr viel Spaß, bis ich dieses eine Horrorspiel sah, Purple Mirror. Ich selber wusste nicht, was dieser Name bedeutete. Ich wusste nur, dass es auf Deutsch Lila Spiegel hieß. Ich dachte mir nichts bei den Kommentaren und wenigen Likes. Ich ging rein und stand auf einem Fließband, was mich durch eine Geschichte brachte. Ich selber dachte mir nichts bei und sah mir die Story an. Als erstes sah ich ein junges Mädchen, wie sie ihre Tapete mit lila Farbe bezog. Sie lackierte auch den Oberbereich der Wand über dem Spiegel. Dadurch lief die lila Farbe über den Spiegel drüber und färbte somit den Spiegel komplett lila. Wo eigentlich kein Spiegelbild mehr hätte sein sollen, war nun plötzlich ein Spiegelbild da, was richtig dämonisch und furchteinflößend aussah. Das Mädchen selber zerschlug den Spiegel und dachte dann die Tage nicht mehr dran. Sie selber könnte das Erlebnis aber nicht mehr vergessen. Erst an ihrem 20. Geburtstag dachte sie wieder dran, worauf sie an unerklärlicher Weise direkt auf der Straße verstarb. Später hatte ein Junge ein ähnliches Problem und verstarb einfach so, aus dem Nichts. Er selber hatte auch von dieser Geschichte gehört. Die hieß, wenn man an seinem 20. Geburtstag an Purple Mirror denkt, wird man sterben. Ich selber wusste da noch nichts von. Als die Fließbandstory vorbei war, ging ich in eine Tür rein und fand mich in einem Raum. Offen mit einer riesigen roten Warnschrift, worauf stand: Warnung, Sie sind nun verflucht. Denken Sie nicht an Ihrem 20. Geburtstag an Purple Mirror oder Sie werden sterben. Genau dieser Satz macht mir heute noch Angst. Meine Angst vor allem ist nun am Höhepunkt, da ich in 2 Tagen 20 bin und dieses Thema einfach nicht vergessen kann. Und ich selber habe momentan nur noch Angst. Ich weiß mir echt nicht mehr zu helfen. Ich habe nur noch Angst. Trauriges Einsmiley. Hier hören wir gleich vom tragischen Tod eines Spielcharakters. Mir tat es in Animal Crossing immer Spaß, Resetti zu ärgern und die Konsole immer an- und auszumachen. So auch in New Leaf. Wenn man das Spiel oft beendet, ohne zu speichern, kommt Dom statt Resetti. Das ist normal. An dem Tag habe ich wieder Resetti geärgert. Und immer wieder das Spiel beendet, ohne zu speichern. Das hätte ich nicht machen sollen. Irgendwann kam Dom, hat mir nichts gedacht, weil es, ja wie gesagt, normal ist. Und hat geweint und hat geschrien: Warum hast du das getan? Wegen dir ist Resetti gestorben und hat irgendwann einen Herzinfarkt bekommen, weil du ihn so oft geärgert hast. Ich habe mich erschreckt, als ich das las, und ging durch die Stadt. Nirgendwo war jemand, kein Bewohner, kein Besucher und der Captain auch nicht, und in der Einkaufsmühle konnte ich nicht, weil die Gleise nicht offen waren. Ich ging zum Festplatz und da habe ich mich erschreckt, weil da alle Bewohner und speziellen Bewohner um den Sarg von Resetti gestanden haben und trauern. Als ich auf den Festplatz wollte, hat Linda gesagt: Verschwinde, du bist schön, dass Resetti gestorben ist! Dann ist das Spiel abgestürzt und mein Spielstand war weg. Das ist vielleicht besser so, wenn ihr Animal Crossing New Leaf spielt. Macht das nie, ärgert Resetti nicht. Diese Geschichte ist etwas ganz Besonderes. Hier stand sich der Protagonist und ein Wesen stundenlang romantisch in die Augen. Seit gefühlten Stunden schaue ich aus dem Fenster, starre dieses Wesen davor an. Dieses Wesen fixiert mich mit seinen großen schwarzen Augen ebenso. Es hat die gesamte Zeit über kein einziges Mal geblinzelt mit seinen Augen. Kann meine Sehorgane nicht von seinen abwenden, obwohl ich es mit aller Stärke versuche, geradezu hypnotisch. Der große, erleuchtete Kopf lässt 2 kleine Nasenlöcher und einen schmalen Mund auf der weiß- bis hellbraunen Haut erkennen. Was will das von mir? Weiterhin schauen wir uns in die Augen. Draußen in der Dunkelheit sind nur schemenhaft ein paar Bäume und wenige Sterne zu erkennen. Irgendwie wirkt dieses Wesen aber erleuchtet.
auch wenn ich keinen Lichtquelle ausmachen kann. Angst steigt in mir auf. Verzweifelt versuche ich weiterhin, mich in Sicherheit zu begeben. Vergebens, ich kann mich von diesen großen schwarzen Augen nicht abwenden. Ein kurzes, kaum ahnbares, buntes Flackern am Himmel. Habe ich überhaupt eine Chance, mich dieser Situation zu entziehen? Mir ist schlecht vor Angst. Eigentlich müsste ich mich übergeben, aber ich kann mich immer noch nicht abwenden von dieser Gestalt. Diese Augen wirken irgendwie so unendlich tief. Mein ganzer Körper fühlt sich an, als würde er brennen vor Adrenalin. Seine Arme und Körper wirken eher schmächtig. Ich spüre meinen Herzschlag in der Brust. Möchte ich immer mein Glück verzweifelt abwenden? Mein Kopf pocht. Plötzlich hebt es eine linke Hand mit irgendetwas darin, das so gleißend hell ist, dass meine Augen nicht mehr identifizieren können. Mein Verstand merkt nur noch, dass mein Körper unter dieser Last zusammenbricht. Ich werde bewusstlos. Erschrocken wache ich auf, liege am Boden, kann meine Umgebung die ersten Augenblicke nur verschwommen wahrnehmen. Seit diesem Zeitpunkt habe ich regelmäßig Kopfschmerzen, was genau passiert ist, kann ich leider nicht sagen. Seit langem versuche ich herauszufinden, was passiert ist. Allerdings finde ich nur wirre Geschichten über irgendwelche Implantate. Darüber habe ich bereits mit meinem Arzt gesprochen, dieser findet aber keine Auffälligkeiten im MRT oder Röntgen, welches aufgrund der Kopfschmerzen angeordnet hat. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.